Hallo liebe Pokerfreunde, Obito wieder hier und heute nochmal das Glurak-Team zum letzten Mal. Ab morgen gibt es ein anderes Team. So, Sumpex gegen Skogro. Führung schon mal spitzmäßig. Der Gegner versucht eh wahrscheinlich abzufangen. Nee? Versucht er jetzt nicht. Das ist okay. Shit haben wir gekriegt. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt hier actually überhaupt nicht schlimm. Worüber? Er hat zwar abgefangen, aber wir haben uns ja die Attacke zurückgesaved. Ja, können wir auch nochmal durchlassen. So, jetzt kommt hier Sturzflug. Ladeattackengleichstand gewinnen wir hier. Er muss quasi nochmal schön. Ihr schön auch. Und wir schön nochmal. Ja, soll er machen. Nachtdieb überleben wir. So, Aquarobits ist gesaved. Matschbombe sollten wir eigentlich hier wegstecken. Jo. Dann kommt jetzt hier die Lohe-Kanonade. Und hier kommt auch nochmal die Lohe-Kanonade. Die könnte den auch jetzt schon rausnehmen. Und zur Not habe ich auch die Aqua-Hubitze noch. Ja. Ich dachte, ich kann zuerst nicht draufdrücken, ne, weil das so geleckt hat. Aber gut, dass Sumpex hier den Ladeattackengleichstand gewinnt. So konnte man den Sieg erringen. Oh, falsches Team, nein. Warum ist das gespeichert? Warum sind auf einmal zwei Teams gespeichert? Das ist ja komisch. Vielleicht muss ich gleich ein Team löschen. So, Master Paris 93. Okay, das müssen wir ausspielen. Oh, ich glaube, er hat dasselbe Sumpex wie ich. Ja, wir lassen durch. Ja, Aquahubitze, sehr gut. So, jetzt dürfte ich eigentlich zwei Schilde ziehen können. In der Theorie.
Ne, er gewinnt wieder Gleichstand. Ja, ich lasse jetzt Sumpex draufgehen. Schade, schade, Marmelade. Dann gehe ich in Burg. Boah, das ist fies. Das ist echt fies jetzt. Ja, dann chill ich hier. Das ist ja nicht so schlimm. Er hat die Lure-Kanonade durchgelassen. Sumpex dürfte ich runterfarmen können. Er hat ein eigenes Glurak, okay. Ah, das wird noch knifflig. Ja, Sturzflug ist jetzt riskant eigentlich. Ja. Reichelula-Kanonade ready? Ja. Das sollte ihn eigentlich rausnehmen. Er ist Krypto. Er ist gut angeschwächt. Nein, es nimmt ihn nicht raus. Schade. Ah, ganz knapp nicht. Dann wäre Nitro-Ladung richtig gewesen. Oh, dann hätte ich nur auf Nitro-Ladung gehen müssen. Ja. Oh, schon wieder falsches Team. Das wollte ich gar nicht. Moment, da muss man das kurz glupschen. Das löschen wir jetzt mal. So. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal ein zweites Team drin hatte. So, Elbes Taken. Hä? Okay, in dem Fall ist das gut. In dem Fall ist das echt gut. Ach, ich hab doch hier. Machen wir einen Steigungshieb. So, erste lassen wir jetzt durch. Okay, sehr schön. Können wir runterfahren? Das wäre super. Ja, perfekt. Dragoran kommt auch nicht viel zum Farmen. Wir kriegen Schaden auf Dragoran. Relaxo ist besiegt. Ah, vielleicht hat er ja nicht mitgezählt. Doch, hat er leider. Ja, wir schienen hier mal nicht. Weil Drachenklaue ist jetzt nicht so strong. Ja, hier werde ich auch die erste Attacke nicht schön. Jetzt werde ich schön. Jetzt setze ich ein. Ja, muss er durchlassen. Jetzt drücken wir einfach die Mondgewalt. Ja, ist okay. Wir schilden.
Gut, hier muss er, glaube ich, nochmal einsetzen, ne? Oh, schlauer Schachzug. Schlauer Schachzug. Ärgerlich. Oh, das wird auch ultra knapp. Ja, ich glaube, das verliere ich knapp. Oh, weil er den Himmelsfeger abfangen konnte, ne? Oder macht Feuer oder Druck? Ich weiß es nicht. Nein, oder? Nein, ganz knapp, ganz knapp. Ja, weil ich das falsche Team. Hä? Jetzt ist das richtige Team? Warte, da will ich jetzt mal gucken. Warum kam eben dann Frosted hier und so? Ich hatte das Team doch eben gelöscht. Niantic, Erklärung bitte. Something 918. Okay, das ist das richtige Team. Frostetje wäre mir hier jetzt wieder lieber gewesen. Hier geht auf Yaro. Ja, Lapras ist okay. Ein Surfer können wir hier verkraften, denke ich mal. Gehen hier auf Sturzflug. Ja. Und jetzt müsste er schilden. Normalerweise. Ja. So, Farm Down bei Lapras. Eine Aquarobitze zünden wir jetzt hier. Heben uns die andere jetzt auf. Gehen in Mr. Glurak. Ja. Ja, wir schön schon die erste. Ja, ist egal. Wir gehen immer brav auf die lohe Kanonade. Ja. Wir schilden. Ja, ist egal, wo die Drachenklaue schilden. Ja. Oh, hat er schon den Spukball ready? Ja, hat er leider. Oh, bitte überlebe das. Ah, dann hätte ich Drachenklaue einsetzen müssen. Ah, überlebt das Trombok? Ah, hätte ich mal Drachenklaue eingesetzt. Oh, puhuhuhu. Mit einem KP oder so überlebt. Hui. Ja, trotzdem wäre das mit Drachenklaue dann eindeutiger geworden. So, wir gehen in den nächsten Fight. Fight, 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 fight. Kampf, 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 Kampf. Ja, mal sehen, was ich
morgen so spiele. Kampfmäßig, teammäßig. Aber wir müssen erstmal einen Gegner finden. So, Kampf beginnt. 0-0, Twist 0-0 an 0-0. Okay. Joa. Ich glaube, hier bin ich erstmal für Energie holen ein bisschen. Kein Schild, schade. Über. Ja, hier brauche ich nicht schön. Hier brauche ich jetzt nicht zu schön. So, Nitro-Ladung kommt. Die dürfte schon wehtun. Ja. Ja, jetzt chill ich. Und jetzt müsste ich runterfahren können, oder? Ach, nö. Ja, muss ich jetzt chillen. Schade, ich dachte, ich kann runterfahren. Aber egal. Lapras, okay. Das ist in Ordnung. Weil jetzt auch den Sturzflug hinkriegen. Oh, der hat gebammt. Ja, dann können wir hier rein. Schön natürlich nicht. Können wir ja auch nicht. Eisstrahl, interessant. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Weil dann kann ich hier rein. Und er gibt auf. Perfekt. So soll es sein. Also bestenfalls. Oh, gut, dass der Sturzflug so richtig reingejallert hat. Wir gehen positiv auf dieser ganzen Geschichte. Warblue als Geschenk, yay. Aber wir gehen positiv raus. So, auf 2664 gehen wir. Oh, der Sturzflug gegen Lapras war aber richtig gut. Aber der Gegner hat auch den Fehler gemacht, er ist auf Eisstrahl gegangen. Ich wäre auf Surfer gegangen. Er hätte eigentlich zwei Surfer schaffen müssen. Naja, egal. So, hier haben wir wieder Suplex gegen Glurak. Das ist auch wieder ein schönes Matchup. Dann gehen wir hier rein. Body Slam tut nicht weh. Also nicht so stark, meine ich. Jo. Jetzt chill ich einmal. Oh, ich bin schon über 100 Energie. Ah, Mist, habe ich zu spät gesehen. Ah, bitte schilde das einfach. Natürlich nicht. Natürlich schilde das nicht.
Ja, aber ich schilde das jetzt trotzdem mal. Vielleicht kann ich ein Schild noch ziehen. Er schildert, okay. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht mal so schlimm. Also kann ich mit Mr. Sumpex runterfahren. Und was kommt rein? Oh, damit hat der Gegner, glaube ich, nicht gerechnet, oder? Nein, hat er nicht. Oh, damit hat der Gegner überhaupt nicht gerechnet, dass ich den Ladeattackenleistand gewinne. Ja. Also, erster Kampf auch jetzt gerade gewonnen. Sehr schön. Gegen Lanuto. Klingt fast nach Naruto. Oh, Macho Mai, okay. Macho Mai Führung hasse ich Tatsache. Okay, er ist einer, der bei 5 einsetzt. Das ist gut zu wissen. Dann schön mal den ersten gleich. Weil dann kann ich vielleicht die nächste abfangen. Eine muss er sowieso jetzt schön, genau. Okay. Schade. Ja, schön. Perfekter Schild. Sumpex ist natürlich nicht so geil. Wobei eine Aquarobitz überleben wir ja. Soweit ich weiß. Aquarobitz zu kommen. Ja, ich muss auf Drachenklaue gehen. Ja, diesen Matchup verlieren wir, glaube ich. Ja, er muss jetzt hier nur auf Aquahubitze gehen. Aber im Gegenzug müsste ich ja eigentlich jetzt runterfahren können, oder? Ich hoffe es. Nein. Sumpex ist einfach zu spammy. Oh, Sumpex ist eklig. Okay, er gewinnt auch den Ladeattackenleistand. Ja. Hat der Gegner gut gemacht, also. Ja, das war jetzt echt schwierig. Ja, ich habe auch gehofft, den Kreuzhieb abzufangen. Hat der Gegner ja leider nicht eingesetzt. Weil Kreuzhieb auf Glurak wäre lustig gewesen. Weil dann hätte ich das Sumpex platt gemacht. Lord of the Dragon, Fort Dragon. Bist du das, Kumpel? Du hast einen Glurak auf jeden Fall vorne. Weiß nicht, ob du abfangen willst. Ja, weil Reiser spielen wir erstmal aus. Ist klar, ne?
Hier holen wir das Erdbeben rein. Perfekt. Ja, das ist nicht schlimm, dass du Erdbeben hast. So, weil hier halte ich doch zwei Eissperre aus. Ja. Gut, dass ich noch nicht eingesetzt habe. Komm, farm runter. Oh, teure Farm down. Vielleicht hätte ich ja auf Sturzflug drücken sollen, oder? Nö. Ja, Sturzflug hätte ich jetzt sowieso nicht geschafft. Oh, er schildert doppelt. Perfekt. Das ist perfekt. Tatsache. Weil ich jetzt hier die Aquahaubitze zünden kann. Und rübergehen kann. Und hier chillen werde. Frage ist, was er hinten hat. Ja, Trobok ist weg. Trombok hat nichts Effektives geleistet. Ja. Weg ist er. So. Okay, keine Animation, dass das ein Kumpel von mir ist. Aber weiter geht's. Weiter geht die wilde Schlacht auf Schützenfest, Leute. Ab heute Abend wird normale Hyperliga gespielt. Ich mache jetzt für das Video jetzt noch das Team nochmal. Übrigens fehlen nur noch 30 Abos zu den 700 Abos. Und das kann ich nur dank eurer Hilfe schaffen. Oh, gegen Legend-Spieler kämpfen wir. Gegen Magui MacGyver. MacGyver. So, hier habe ich immer erst eine Aquahaubitze gerne drauf. Weil die schallert hier auch gut rein. Wie man sehen kann, in Glurak. Hier lasse ich die Drachenklaue zu. Gold King. Interessant. Interessant. Du schildest gleich, noch interessanter. Ja, Lore Kanonade hat gedrückt. So, du hast doch eigentlich eh nur Eisstaub Schlagbohrer. Erste Attacke schildern wir jetzt nicht. Ja, genau, wegen Eissturm. Ja, die bin ich schon bereit zu schillen. Genau, Schlagbohrer. Wir holen uns Massenenergie. Aber Sumpex werde ich jetzt nochmal rausziehen. Okay, Voltula, interessant. Soll ich das schön? Ja, ne? Ja, er kriegt eine Extra-Attacke. Das ist das Problem.
Ja, das ist nicht schlimm. Obwohl, er gewinnt Ladeattacken gleich schon drüben, ne? Er gewinnt ja den Ladeattackengleichstand drüben. Und snipen kann ich ihn nicht. Schade, das ist verloren. Ah, der Gegner gut gemacht. Hat der Gegner gut gemacht. Keine Chance. Weil ich den Gleichstand leider verliere. Gegen Dragoran. Und nicht abfangen konnte. Okay, er geht sogar auf Kraftkloss. Ah, ärgerlicher Kampf. Ärgerlicher Kampf. Der war, wäre gewinnbar gewesen. Ja, ich hätte das Anfallen nicht schön dürfen. Ah, ja, das Anfallen. Ja. Okay, das ist wieder unsere Führung. Ich kann mir vorstellen, dass er hier abfängt. Nee, noch nicht. Er geht aber gleich auf Nachthieb, was Gutes. Ja, wir gehen hier auf Erdbeben. Ich habe ja gesehen, was reinkam. Und der Schädel korrekt. Okay. Ist nicht schlimm. Er kann von mir aus auch jetzt ködern. Nee, macht er nicht. Okay. Gehen wir hier nur auf Drachenklaue. Hoffen, das reicht. Okay, er schildert. Und schildern mal hier. Noch einen dürftest du nicht schaffen. Sehr schön. Ja, gut, dass du reinkommst. Ja, braucht eh zwei Aquahaubitzen. Ja. Sturzflug. Raus. Aquahaubitze. Weg. Und gewonnen. Auch hier nochmal perfekt gedreht, den Kampf. Beziehungsweise hatte ich ja sowieso das Glück vorne. Er hatte sein Macho echt lieb. Er hat einfach sich mal geschildert. Und ein Sneebel, ein 100er wäre schön. Dich könnte man bestimmt in der Meisterliga gebrauchen. Als Sneeboss. Ja, ich habe eh nicht genug XL. Ja, 100er knapp vorbei, kann man sagen. Ich gehe wieder ein paar Punkte hoch. Oh, ein Bronzong, das gibt XL. Das fange ich mir gleich. Aber für die Folge soll es gewesen sein. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.